Portocycles ist im Grunde eine Stahlmanufaktur, die ich vor 7 Jahren gegründet habe. Und wie der Name schon sagt, Portus, es ist der alte römische Name von Pforzheim. Am schönen Nordschwarzwald, Beginn des Nordschwarzwaldes, genau. Und wir machen Stahlfahrräder, wie soll ich sagen, nach Maß. Naja, bevor es erstmal richtig in der Werkstatt losgeht, also das heißt irgendwelche Rohrzuschnitte oder sonst was machen, braucht man eine Zeichnung. Das heißt, alles, was wir irgendwie bauen, entsteht in der Regel erstmal im CAD, also 3D-Programm, in meinem Fall SolidWorks. Und das haben wir da auch getan und eben in enger Absprache auch dann das eine oder andere Detail auch noch geklärt, Rohrdurchmesser geklärt. Basierend auf diesen 3D-Zeichnungen haben wir 2D-Zeichnungen gemacht und entsprechend diesen Zeichnungen machen wir dann den Rohrzuschnitt. Ich denke, wenn mich jemand irgendwie schon mal besucht hat oder vielleicht auch bei Social Media ausgecheckt hat, wird er wissen, dass ich alte Sachen mag, insbesondere auch alte Maschinen. Schlicht und ergreifend aus dem einen Grund, dass es auch kostenmäßig ein Thema ist. Einfach alte Maschinen kosten in der Regel nicht so viel, aber sie sind vor allem haltbar. Sie sind schwer und steif. Man kann auch mit alten Maschinen präzise arbeiten. Manchmal kann man sie auch irgendwie updaten mit irgendeinem Messsystem, also dass man halt ne, digital quasi alles angezeigt bekommt, aber am Ende steht da halt eine alte Maschine, die Patina hat, die auch eben zeigt, was sie so erlebt hat, auch wenn ich natürlich nicht weiß, was ihr alles geschehen ist in der Zeit ihrer Benutzung, aber ich schätze einfach alte Sachen, die ihren Wert auch behalten und ich finde es auch nachhaltig und kann jetzt nicht so viel mit modernem Werkzeug anfangen, außer natürlich einem modernen Schweißgerät. Da hat sich sicherlich viel getan in den letzten Jahrzehnten. Da haben wir schon das ein oder andere Gerät, aber auch da sage ich, ich habe auch gerne immer wieder mal den Brenner in der Hand, offenes Feuer, Hitze, also gerade wenn man dann einfach lötet und diese Hitze auch spürt im Gesicht, da kommt man ins Schwitzen und das ist irgendwie dann vielleicht auch ehrliche Arbeit. Und wenn dann am Ende des Tages oder einfach am Ende eines Projekts so ein fertiges Fahrrad steht und am Anfang nur so ein Haufen Rohre und ein paar irgendwie Rahmenbauteile lag und dann eben am Ende dieses Rad da steht, das gibt einem schon eine ziemliche Genugtuung und ich verwende da gerne das Wort Werkstolz und ich denke, das bringt das Ding auch auf den Punkt, dass man halt am Ende einfach da ein fahrbares Gerät hat und es darf einem und muss vielleicht auch manchmal einen stolz machen. Grundsätzlich arbeiten wir mit ja, Rohren aus dem Flugzeug- oder Raumfahrtbereich. Klingt immer fancy, aber im Grunde ist es einfach nur 25 Chromo 4. Also ein Stahl mit einer vergleichsweise hohen Streckgrenze und einer hohen auch Zähigkeit. Wir haben jetzt da ganz bewusst so gut wie keine konifizierten Rohre verwendet. Das macht man eigentlich, um Gewicht zu sparen. Aber hier geht es einfach auch um die Haltbarkeit. Das heißt, wenn das Fahrrad irgendwie umfällt oder so, soll das halt nicht so schnell Beulen bekommen. Und deswegen haben wir, wie gesagt, Rohre mit durchgehender Wandstärke verwendet. Fertigungsverfahren ist normalerweise eigentlich hauptsächlich Wickschweißen. Hier bei dem Rad haben wir jetzt so ein paar Stellen, wo Rohre sehr nah aneinander grenzen, wo man mit dem Wickbrenner nicht immer perfekt rankommt. Und deswegen haben wir auch ziemlich viel Fillet Brazed, also hart gelötet, was man dann jetzt auch eben sieht, dann in den Nähten, die so goldfarben sind. Ja, und so haben wir im Grunde, ich sag mal, das Beste aus beiden Fertigungsverfahren irgendwie zusammengebracht, dass wir einfach ein schönes, stimmiges Rad haben. Also zum einen ist der Hoshi von SA Santo halt auf mich zugekommen. Den kenne ich schon ziemlich lange. So, der hat mich bei meiner alten Arbeit, als ich noch nicht selbstständig war, quasi mal porträtiert. Und seitdem kennen wir uns. Und er kam auf mich zu, weil er aufgrund einer Veröffentlichung in einer Mountainbike-Zeitschrift gesehen hat, dass ich mich mittlerweile ein bisschen auch auf Cargo-Bikes spezialisiert habe und hat mich gefragt, ob wir grundsätzlich offen wären, so ein kompaktes Cargo-Bike zu bauen. Denn aktuell ist es ja so, dass es gibt viele Cargo-Bikes, auch teilweise mit großer Ladekapazität, aber auch halt eben mit einem großen, ich sag mal, Raumbedarf, ne? Also gerade wenn man irgendwie innerstädtisch wohnt und keine Garage hat, ist das halt mit so einem Longtail oder halt Long John-Variante, also Ladefläche vorne, immer irgendwie schwierig, die Dinger aufzubewahren. Und wenn man halt ein kompaktes, also ein Rad mit kurzem Radstand irgendwie bauen könnte oder würde oder auch tut, dann ist das halt deutlich vielleicht, wie soll ich sagen, nutzerfreundlicher auch, ne? Oder eben der Rahmen ist das Herz eines Fahrrads. Der Rahmen entscheidet darüber, wie ein Fahrrad fährt oder was das Fahrrad kann, ne? Also jetzt zum Beispiel Mountainbike, irgendwie der Lenkwinkel und jetzt beim Cargo-Bike irgendwie halt auch dann eine Ladefläche zum Beispiel. Wie groß ist die? Was ist nachher die Kapazität des Rades oder der Radstand? Wie wendig ist das Rad? So Sachen kann man halt dann auch alles irgendwie berücksichtigen und
soll aber auch irgendwie wohlbedacht sein. Dieser Idee ist dann eben das Projekt, was wir jetzt E-Trucks nennen, entstanden. Truck, Cycle Truck, geht es ein bisschen zurück, also quasi, dass wir eben auch Lasten transportieren können. I wegen E, weil wir halt auch in deren Motor von SR Suntour dann natürlich davor bauen und auch mal eine Federgabel reinbauen, ganz bewusst ein 20 Zoll Vorderrad, dass wir eben halt die Ladefläche möglichst tief kriegen. Klar, durch die Einbauhöhe der Federgabel kommt es auch wieder ein bisschen hoch, aber das Thema ist einfach, was viele nicht so bedenken, ist, wenn man kleines Vorderrad und mit Beladung irgendwie einen Bordstein hoch will, dann kann man da teilweise kläglich scheitern. Also dieses kleine Vorderrad will einfach nicht den Bordstein hoch. Und da ist es dann halt mit der Federgabel ziemlich angenehm, da gegebenenfalls einfach drüber zu buttern. Grundsätzlich hat SR Suntour in Anführungszeichen ja nur einen Heckmotor mit dem Drehmomentsensor im Tretlager verbaut. Finde ich an dem Cargo-Bike aber gar nicht falsch, denn das Ding ist einfach auch, dass mit Mittelmotoren gerade die Ketten und die Ritzel hinten extrem beansprucht werden. Und mit dem System von Suntour kommt man da eigentlich einfach super zugange. Es ist ja auch ein Getriebemotor, das heißt, der kann halt auch unter langsamer Drehzahl am Berg seinen Dienst tun, ist kein Direktläufer. Also ich würde schon auch sagen, eben, dass gerade Cargo-Bikes, die kompakt sind, also bedeutet wirklich kurzer Radstand, eben auch sehr wendig durch den kurzen Radstand, dass sich das vielleicht sogar mittelfristig eher durchsetzen wird als diese großen Schiffe, die es aktuell auch immer, immer mehr gibt, wo man natürlich auch mal zwei Kinder transportieren kann, aber für den täglichen Gebrauch, also für Einkäufe, aber auch einfach abends dann mal nur irgendwo zum Restaurant fahren, wo man dann vielleicht mal ohne Beladung fährt und dieses große Schiff gar nicht braucht, würde ich behaupten, so, wenn ich ein bisschen in die Glaskugel gucken soll oder darf, dass sich gerade diese Form des kleineren Cargo-Bikes oder Lastenrades sich vielleicht auch durchsetzen wird. Also da bin ich ziemlich davon überzeugt, um ehrlich zu sein. Und das wird die Zukunft dann zeigen, ob ich da recht habe oder nicht. Was auf jeden Fall erwähnt werden sollte, ist einfach die Idee oder der Gedanke, der so ein bisschen von dem aktuellen großen Trend kommt, der sich ja Bikepacking nennt, also quasi irgendwie kleinere Touren mit dem Fahrrad zu machen oder auch gerne Langstrecke. Und da eben diese Rahmentaschen zu haben, dass wir quasi hier den Akku, der ja sonst jetzt doch ziemlich sich abheben würde von den schmalen oder dünnen Rohren, zu verstecken in so einer eben Rahmentasche, die wir extra herstellen lassen haben. Bei der Tine von Gram Tour Packing, die müssen wir hier erwähnen auf jeden Fall. Und der weitere Vorteil ist einfach, dass wir im Grunde immer noch Platz haben. Also es ist etwa so von der Raumaufteilung dann 50-50, dass wir quasi den Akku verstecken können optisch und parallel aber auch einfach so ein, ich sag mal, Handschuhfach im Grunde am Fahrrad mit dabei haben, wo man kleinere Sachen reinmachen kann wie Geldbeutel, Handy, oder einen kleinen Einkauf, wenn man irgendwie, keine Ahnung, loszieht und sich eine Tüte Milch kauft. Also auch die kriegen wir da drin dann noch unter, ohne gleich jetzt die riesen Gepäck, Flächen vorne benutzen zu müssen, wo halt gerade kleine Sachen immer so ein bisschen schwer auch dann zu sichern sind und sich durch die Gegend bewegen wollen. Die Tine von Gram Tour Packing macht auf jeden Fall natürlich alle ihre Taschen selbst. Wir haben die auch besucht, war auch für mich irgendwie mal Neuland und auch schön zu sehen, wie jemand anders irgendwie seine Profession im Handwerk irgendwie auslebt. Und die hat natürlich vorab, als wir aufgeschlagen sind bei ihr, einen Musterrahmen bekommen und dann Maß genommen. Und wir haben auch alle Details im Vorfeld besprochen. Wir haben ja da auch in der ganzen Tasche quasi drei Ausgänge für die jeweiligen Kabel. Das hat sie so selbst auch noch nie gemacht, hat sie uns quasi irgendwie als Rückmeldung gegeben. Und es war wirklich sehr cool zu sehen, wie so eine Tasche in mehreren Stunden eben auch entsteht. Also wirklich vom Zuschnitt bis zum Nähen und mit Innenfutter und Aufnähen ihres Logos. Ist das eine ziemlich coole Sache. Und das macht sie natürlich eigentlich eben für dieses ganze Tour-Thema, aber eben jetzt auch für uns im Grunde, soweit ich weiß, erstmalig auch mal an einem Cargo-Bike. Ich würde schon immer sagen, dass wir, oder ich auch versuche, Alleinstellungsmerkmale mit einzubauen, also nicht jetzt irgendwie nur einen Stahlrahmen zu bauen. Ich meine, ich bin ehrlich, ich mag keine mega krass gebogenen Rohre. Ich stehe schon auf straight in skinny tubes, wie man so schön sagt, also gerade und schlanke Rohre. Was uns ausmacht, ist sicherlich irgendwie das Logo aus Edelstahl, was wir immer auflöten, weil ich einfach sage, Aufkleber sind langweilig und sind austauschbar. Und diese Edelstahl-Logos, also unser Doppelherz und der Schriftzug sind im Grunde fast untrennbar mit dem Rahmen verbunden. Besondere Details sind zum Beispiel einfach, dass ich jetzt geschaut habe, dass wir möglichst viel intern verlegen und trotzdem halt auch die Sachen bei der Montage einigermaßen schnell reinbekommen.
Besonderes Detail ist sicherlich auch noch, dass wir einfach vorne zwei Doppelscheinwerfer haben, um das Ganze wirklich so ein bisschen auch, was wir an den Truck quasi erwähnen, eben zwei Scheinwerfer haben, um einfach auch wirklich gesehen zu werden, aber auch selber ordentlich Licht zu haben natürlich. Ja, was auf jeden Fall sehr hilfreich war, dass jetzt gerade zum, ich nenne es mal Inbetriebnahme des Prototypen oder des ersten quasi E-Trucks, ich großen Support dann einfach auch hatte von zwei Santur-Ingenieurinnen, die extra hier aufgeschlagen sind aus Düsseldorf, um uns einfach zu helfen, das Ding zu verkabeln, denn der Controller hat viele Kabel, wie man nur vermuten kann. Und da war es einfach super hilfreich, dass die dabei waren, uns geholfen haben, das Ding erstmalig zu verkabeln, sodass wir jetzt bei späteren Montagen, auch gerade dann für die Messe, die dann ansteht, ja, im Grunde eine Vorlage haben, um das auch wieder selbst alleine in Betrieb nehmen zu können. Denn so ganz trivial ist es ja dann doch nicht. Ich bin ja kein Elektroingenieur.